Herzlich willkommen zum Testbericht der Canon EOS 50. Die Canon EOS 50 ist eine analoge Spiegelreflexkamera aus den 90er Jahren aus dem Hause Canon. Hier sehen wir sie mit einem 28 bis 80er USM Objektiv. Dieses Objektiv ist auch als Kit-Objektiv mit dieser Kamera verkauft worden. Wir sehen hier, die Kamera ist im Vergleich, kann man auch die anderen Testberichte sich angucken, im Vergleich zu den anderen EOS-Gehäusen, auch aus der gleichen Baujahr für den Hobbyfotografen, deutlich schwerer und auch deutlich voluminöser und verfügt natürlich auch über entsprechend mehr Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten. Was hier als erstes auffällt, ist das große rot eingefärbte Autofokus-Messlicht. Hier drunter sehen wir auch noch so etwas zu erkennen, ein Sensor. Wir haben hier ein eingebautes Blitzgerät, wie bei fast allen EOS, was bei diesem Modell allerdings elektrisch herausfährt. Wir haben hier zwei große Einstellräder. Wir fangen einfach mal mit dem linken an. Das linke ist das aus der EOS an sich schon bekannte große Einstellrad, was uns die Möglichkeiten gibt, entweder hier diese unteren Motivprogramme, in dem Fall Porträt, Landschaft, Makro oder Sportaufnahme zu wählen, oder eben das sogenannte grüne Fenster, was ich hier eingestellt habe, also die Vollautomatik-Modus. Dann über den Knuck hier, über eine kleine Sperre, die hier integriert ist, über die Low Power Consumption Stellung, also Standby-Modus bei wenig Stromverbrauch, wieder in die weiteren Programme. Da haben wir die Zeitvorwahl, die Blendenvorwahl, die Programmautomatik, die manuelle Steuerung, die Tiefenschärfenautomatik. Das ist also hier der übliche Drehschalter, der sich dadurch unterscheidet, dass hier nochmal eine zusätzliche gefederte Sicherung drauf ist. Hier gibt es einen extra Knopf für den Selbstauslöser bzw. für die Auslösung über die separat erhältliche Fernbedienung. Dann gibt es unter diesem Knopf, relativ außergewöhnlich für eine EOS, noch einen weiteren Schalter, den man hier mit Hilfe des Daumens verstellen kann, der die Art der Einstellung des Messfeldes vorgibt. Das ist ein breitflächiges, das ist ein zentriertes und das ist ein punktzentriertes Autofokusmessen. Im Regelfall kann man das auf das breitflächige eingestellt lassen. Das zweite Rad hat letztendlich primär drei Funktionen, die beschriftet mit One-Shot, AI-Focus und AI-Servo, ist die Art der Autofokus-Nachstellung mit gemeint. Ne? Also One-Shot ist fest einstellen, durchdrücken, abdrücken. Servo ist die automatische Nachführung. Braucht man im Regelfall dann, wenn man zum Beispiel sich schnell bewegende Objekte fotografieren will. Hier gibt es einen weiteren Schalter, der hier etwas versteckt ist, der hier auch über den Daumen zu bedienen ist. Da kann man umschalten zwischen Einzel- und Szenenbild. Und dann gibt es noch eine manuelle Blitzauslöser-Taste. Wir gehen jetzt hier mal wieder auf ein Programm, damit man die entsprechenden Anzeigen erkennen kann. Wir haben also hier ein relativ kleines Display, wobei schon viele verschiedene Angaben darauf zu erkennen sind. Wir haben einerseits natürlich Batteriesymbol, Symbol für die rote Augenunterdrückung. Wir haben hier die Möglichkeit, manuell einzugreifen, hier Blende vorzuwählen. Wir sind jetzt hier in der Programmautomatik. Wir können die einzelnen Messfelder anwählen hier. Und wir haben hier noch zwei Tasten. Das ist ebenfalls für die Messfelder. Dann gibt es hier noch einen Bedienteil auf der Rückseite. Insbesondere das große Rad, was sich von anderen Modellen, zum Beispiel von der 100 auch bekannt ist. Was eben dem Benutzer durch die Nutzung des Daumens auch ermöglichen soll, hier entsprechende Einstellungen vorzunehmen. Dazu stellt man das auf 0 und kann dann hier eben im geeigneten Programm entsprechend tätig werden. Hier gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel manuell die Filmempfindlichkeit,
die Autofokus-Einstellung und so weiter noch zu ändern. Und hier gibt es etwas versenkt, eine Taste zum Zurückspulen des Films. Hier ist eine Augenmuschel drauf, die man auch abnehmen kann. Auch diese ist, wie fast alles an dieser Kamera im Vergleich zu den anderen Modellen, sehr voluminös. Wir können jetzt mal sehen, wenn ich jetzt hier mal wahllos in die Gegend zoome, müsste theoretisch, wenn wir das richtige Programm, nämlich zum Beispiel das grüne Fenster einstellen, der Blitz automatisch ausfahren, wie man sehen kann. Und was man jetzt hier leider ja nur sehr beschränkt sehen kann, ist das Autofokus-Kontrolllicht, das also hier oben angeht. Und man kann hier auch im Roten erkennen, wie die Belichtungsmessung funktioniert. Ist eine sehr voluminöse Kamera. Hier ist der übliche Anschluss fürs Bajonett. Wir können einmal hier rausnehmen und uns den Spiegel anschauen. Das ist hier alles im Metallbajonett ausgeführt. Da gibt es eben andere. Die billigeren EOS haben hier im Regelfall Kunststoff. Generell ist die Kamera sehr wertig. Sie hatte letztendlich nur ein wirklich bekanntes Qualitätsproblem. Und dieses bekannte Qualitätsproblem bezieht sich auf den Verschluss, auf die Verriegelung der Rückwand. Wenn man die Rückwand jetzt hier mal einmal öffnet, kann man das auch ansatzweise erkennen. Ich versuche mal, das hier zu zeigen. Also es geht letztendlich bei diesem bekannten Qualitätsproblem um diesen Widerhaken. Der neigt dazu, regelrecht abzubrechen. Man findet, wenn man zum Beispiel sich mal bei eBay nach einer Kamera dieses Modells umguckt, findet man ganz viele Angebote, wo es heißt, die Kamera funktioniert perfekt. Allerdings ist leider der Rückwandverschluss abgebrochen. Der Herr vom Fotoladen sagt nach dem Motto, das ist eine Sache von 20 Euro. Mich hat es nie gestört, das sind so diese üblichen Kommentare, an sowas sollte man nicht glauben. Die Kamera ist letztendlich ohne funktionierende Rückwand nicht viel wert. Das heißt also, wenn man sich überlegt, eine gebrauchte zum Beispiel für die Sammlung anzuschaffen, würde ich dringend dazu raten, eine zu nehmen, die einwandfrei ist. Diese hier ist erstaunlicherweise in einer ganz guten, wo sie schon viele Jahre auf dem Buckel hat, in einer fast fabrikneuen Ausführung. Lediglich, was man leider bei Canon häufiger findet, das ist auch schon bei anderen Videos angeklungen, gehen diese beklebten Flächen dazu übrig, leicht klebrig zu werden. Ja, also da löst sich, da kommen irgendwelche Weichmacher oder was auch immer raus. Das kann man erkennen. Und wo Aufkleber waren, lassen sich im Zweifel auch Spuren nicht ganz vermeiden. Ansonsten eine feine Kamera. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, je nach verwendetem Filmmaterial, manuell die Belichtung etwas zu überbelichten. Das kann einmal daran natürlich liegen, dass mein Modell ein ganz klein wenig verharzt ist und dadurch die Verschlusszeit nicht mehr exakt so ist, wie er meint, dass sie ist. Habe es aber auch schon von anderen Benutzern gehört, dass das ein Problem ist. Von daher würde ich die Belichtung im Zweifel manuell ein bisschen nach oben korrigieren. Das heißt also letztendlich entweder bei der Blende ein bisschen nach oben gehen entgegen dem Vorschlag oder eben hier über die voreingestellte Korrektur gehen. Ansonsten aus meiner Sicht eine tolle Kamera, absolutes Sammelobjekt. Gab es wie gesagt in zwei Ausführungen, als 50 und als 50E, die sich aber letztendlich nur in der sogenannten Eye Control, einer Funktion, bei der man beim Blick im Sucher die Scharfstellung machen konnte. Ich selber habe mich jetzt hier für eine 50 ohne die E-Funktion entschieden, weil ich auch über andere Kameras mit Eye Control verfüge und gemerkt habe, dass ich es letztendlich absolut nicht brauche, beziehungsweise auch nicht nutze, weil es mich eher verwirrt, als dass es mir hilft. Von daher, wer sich für diese Kamera interessiert, ist ein sehr schönes Modell. War damals natürlich absoluter Luxus, hat fast 2000 D-Mark gekostet in der Standardausführung und ist heute bei eBay in gutem Zustand für 30 bis 40 Euro ohne Objektiv gut zu erhalten. Ich hoffe, der Testbericht hat hier Freude gemacht und werde bald weitere Testberichte veröffentlichen.